Wie gehst du am besten mit Kritik um? Wie kannst du Kritik von anderen in dein Leben so integrieren, dass dein Leben viel, viel schöner wird? Das möchte ich dir heute zeigen, das möchte ich dir heute auch verdeutlichen und mit dir gemeinsam an diesem Thema heute arbeiten. Wir leben in einer Gesellschaft, in der generell sehr viel undifferenziert gedacht wird. Man denkt in richtig und man denkt in falsch, und wenn Kritik kommt, in irgendeiner Form, sei es eine persönliche Kritik oder sei es eine Kritik ausgehend von Wissen, also von einem Wissensfundus, alles, was mit Kritik zu tun hat, ist immer ausgerichtet darauf, dass man sagt, es ist so oder es ist so. Nicht immer, es ist falsch, aber sehr, sehr häufig in unserer Gesellschaft. Und das ist die Grundlage dessen, worüber wir dann auch heute reden, diese Kritik. Weil was ich euch heute sagen werde, was Kritik angeht, das ist, glaube ich, zumindest was ich so gehört und gelesen habe, noch nicht in so einer Form präsentiert worden. Aber es ist die Essenz meiner Erfahrungen. Und ich lebe im öffentlichen Raum jetzt schon seit, ja, kann man sagen, seit 8-9 Jahren. Also nicht nur YouTube, sondern davor war ich auch öffentlich präsent aufgrund der Sachen, die ich gemacht habe. Und dazu gibt es auch ein Video, wo es darum geht, ja, von Saulus zum Paulus, was ich so erlebt habe, wer es vorher war, bevor ich hier bei YouTube, wer es vorher war, ich war dasselbe, aber na gut, nicht dasselbe. Egal, für zweit gibt es Videos. Kritik. Fangen wir an damit, wie die meisten, mich vor mindestens 5 bis 10 Jahren auch eingeschlossen, mit Kritik umgeht. Wenn Kritik kommt, dann ist es natürlich so, dass das brauche ich nicht erwähnen, weil das steht überall geschrieben, Kritik sollte man annehmen, Kritik sollte man, es ist wichtig und Kritik kann sehr, sehr fruchtbar sein. Ohne Frage, meine Zuschauer, du bist an dem Punkt, wenn du hier auf diesen Kanal abonniert hast, dass du bereits so weit denkst. Das brauche ich nicht zu erwähnen, dass Kritik sehr, sehr sinnvoll ist und dass man daran wachsen kann. Weil das ausgeht von einem Perspektivwechsel, von einer anderen Person, eine neue Perspektive für dich ermöglicht. So. Aber was viele nicht machen ist, wenn Kritik kommt, sich damit auseinanderzusetzen, ob man selber gerade jetzt in diesem Moment sich mit dieser Kritik auseinandersetzen möchte. Oder ob man, dazu tendiere ich zum Beispiel, ständig Kritik weiß, ist was Fruchtbares und dadurch, dass ich Kritik früher überhaupt nicht angenommen habe, dann versuche ich jede Kritik ernst zu nehmen und alles, was an Kritik kommt, aufzunehmen. In dem Moment jetzt gerade, wo die Kritik kommt. Und das sind Zwangsverhalten. Und dieses Zwangsverhalten führt eben, wie jedes Zwangsverhalten, zu nicht positivem Ende. Also, man sollte sich in erster Linie damit auseinandersetzen, ob man jetzt zu diesem Zeitpunkt diese Kritik annehmen möchte. Oder ob man das zu einem späteren Zeitpunkt tun möchte. Das ist ganz wichtig, denn wenn man Kritik einmal bearbeitet hat geistig, indem man, man ist gar nicht offen genug für die Kritik, versucht es aber anzunehmen, weil man eben so, ja, so toll sein möchte, immer die Kritik anzunehmen, dann schiebt man sie oft selektiv in eine gewisse Richtung. Und das ist dann einmal passiert. Und wenn man eine Woche später drüber denkt, ist es schwerer, davon wieder abzurücken. Mit diesen selektiven Richtungen ist nicht immer gemeint, dass man sagt, hey, du hast nicht recht, die Kritik ist unberechtigt, indem man sich selektiv Dinge raussucht, die in irgendeiner Weise nicht stimmen. Also der andere hat hier eine große Kritik an dir geäußert und da suchst du ein paar Punkte raus, am besten ein paar logische Fehler oder irgendwelche kleineren Sachen und hängst dich dann daran auf und sagst dann, hey, deshalb hast du komplett nicht recht. Das ist übrigens der Standard auf allen sozialen Medien, auf Blogs, YouTube, Instagram, überall wo es Diskussionen gibt, also Facebook eher als Instagram, wo es Diskussionen gibt. Man nimmt ein paar Sachen aus einer Argumentation von einem anderen raus und erzählt dann, ja, das ist falsch und am besten noch irgendwie eine Überleitung zu
seinen eigenen Ideologien, und deshalb habe ich Recht, weil ich habe gesagt, das ist falsch, selektiv. Das ist der eine Weg, aber andere Menschen reagieren mit Kritik anders. Sie nehmen jede Kritik an und sagen, ja, ich bin schlecht und das ist, ja, das ist richtig. Sie suchen sich selektiv die Dinge raus, die darauf hinweisen, dass sie selbst schlecht sind oder dass sie falsch gehandelt haben oder was auch immer. Und daraus entsteht dann, dass man sich immer kleiner fühlt und immer kleiner fühlt. Das ist auch möglich. Und wenn man eben nicht erwartet auf diesen Punkt, wo man bereit ist, passieren diese selektiven Einordnungen in die eine oder andere Richtung. Die eine ist viel dominanter, dass man sagt, hey, du hast nicht recht, das sind deine Fehler, aber auch die andere existiert, passiert das relativ schnell. Und das ist halt gefährlich. Das ist wirklich gefährlich, weil aus dem Grund, ich hatte es schon gesagt, man das dann so als neuronales Netz in sich angefertigt hat. So, und darauf greift man dann zurück. Wenn es dann keine tiefergehende Auseinandersetzung gibt, dann sagt man immer wieder in der Situation, nein, du hast Unrecht, ich habe es ja damals gesagt und gezeigt. So. Und noch ein Punkt ist, der bei Kritik immer erwartet wird, wenn jemand zu dir sagt, hey, du bist hässlich. Ich nenne es mal eine ganz einfache Kritik. Du hast dich heute hässlich angezogen. So, das ist dann eher noch Kritik, das andere ist einfach nur eine Beleidigung. Du hast dich heute hässlich angezogen. Dann erwarten alle Menschen, oder die meisten, dass man darauf reagiert. Und wenn man sagt, nö, du hast nicht recht, ich hab mich ordentlich angezogen, oder ja, du hast recht, das passt halt nicht so. Ihr müsst nicht reagieren auf Kritik. Ihr müsst überhaupt nicht reagieren auf Kritik. Wenn ihr auf Kritik reagiert als Zwangsverhalten, dass ihr immer auf die Kritik reagieren müsst, dann ist es zum einen ein Zwangsverhalten, was nicht gut ist. Zum anderen bestimmt euer Umfeld, bestimmt derjenige, der die Kritik äußert, wie dein Leben zu laufen hat. Dass du dich augenblicklich mit dieser Kritik auseinandersetzt. Oder nicht augenblicklich, sondern generell. Du musst dich mit der Kritik auseinandersetzen. Das ist deine Pflicht. Weil ich habe ja Kritik geäußert. Ich habe gesagt, das ist nicht in Ordnung. So. Und die meisten machen das auch. Die meisten werden kritisiert und gehen sofort in die Rechtfertigung. Sofort in die, vielleicht auch Annahme. Sofort in irgendeine Situation und reagieren und erklären dieser Person dann, dass sie recht oder nicht recht haben oder dass sie gerade reflektieren, was auch immer. So. Und davon sind die meisten nicht gefeit. Auch ich habe als neuronales Netz, so wie wir alle das gelernt haben, sofort diese, ja, ich muss da doch dazu was sagen. Es war ein durchaus längerer Prozess, einfach mal die Dinge stehen zu lassen, anzunehmen. Ja. Natürlich kommt dann der Vorwurf, hey, du bist nicht kritikfähig, weil du, ich kann dir jetzt nicht meinen Stiefel überziehen und du musst jetzt das machen, was ich sage. So. Ja. Die sagen dann, du bist nicht kritikfähig. Und das natürlich für uns alle, wir wollen alle kritikfähig sein, weil das ist ja was Wichtiges, ich hatte das schon gesagt. Das ist ein Zwangsverhalten. Ihr dürft Kritik stehen lassen. Ihr dürft es einfach sein lassen. Und ihr müsst es nicht. Aber ihr könnt es. Ihr könnt natürlich darauf reagieren, wenn ihr Lust und wenn ihr Freude habt. Es soll ja kein Zwangsverhalten in die andere Richtung werden, dass ihr sagt, hey, danke für deine Kritik, interessiert mich nicht. Und niemals darauf eingehen. Nur, wenn ihr wirklich selber gerade Lust darauf habt, dann solltet ihr das tun. Und da sind wir eigentlich schon bei der Sache, wie sollte man denn mit Kritik umgehen? Was ist denn ein Leitfaden? Ich habe jetzt eher so gesagt, was man nicht tun sollte. Was man tun sollte, ist vor allem ehrlich mit sich zu sein. Das heißt, es kommt Kritik und ich frage mich erstmal, wie fühle ich mich? Wie fühlt sich das an, die Kritik? Möchte ich jetzt das für mich annehmen überhaupt? Möchte mein Verstand das jetzt annehmen? Bin ich vielleicht nicht selbstbewusst genug, dass ich diese Kritik annehmen sollte, weil ich dann noch mehr zerbreche und noch mehr leide, als ich gerade leide? Oder möchte ich das nicht annehmen, weil ich dann darauf reagieren möchte, weil mein Ego so groß ist und ja, das eben dann auch eben zu viel Zeit kostet, weil ich mit dieser Zeit gerade etwas anderes tun möchte? Auch natürlich vom Ego initiiert. So, also ehrlich zu sich sein. Die Kritik erstmal so anzunehmen, wertungsfrei sich zu fühlen und sagen, okay, das möchte ich jetzt mit dieser Kritik tun. Das ist der erste Punkt. Dann, mit dem zweiten Punkt, ist es natürlich so, dass man, und
das geht natürlich, sagen wir mal, ein Unterschied, ob man mit jemandem redet und der einen plötzlich eine Kritik sagt und man dann erst reflektiert, oder ob man zum Beispiel wie auf YouTube, wie auf Facebook oder per Mails, wenn es mal so Mailverkehr gibt zwischen den Freunden oder den Freundinnen, dass man die ersten Zeilen liest und weiß, oh, jetzt kommt die Kritik. Deswegen ist dieser nächste Punkt, dass man eben wirklich zuhört und versteht. Ein Punkt, der kann entweder vorgelagert sein zu dem, wie man sich selber fühlt, indem man es schon gehört und idealerweise verstanden hat, oder indem man dann, wenn man weiß, okay, es kommt Kritik, zuhört und versteht. Das ist natürlich nur ein Punkt, dass, also das Zuhören und Verstehen, nachdem man weiß, dass Kritik kommt, wenn man sich dafür entschieden hat, mit dieser Kritik sich auseinanderzusetzen. Ist auch immer eine Zeitfrage. Und das kann ich euch auch aus eigenen Erfahrungen mitteilen. Und das weniger aus dem realen Leben, sondern eher aus dem Online-Leben. Wenn du dich öffentlich präsentierst, dann bekommst du natürlich auch Kritik. Weil die Gesellschaft, in dem Fall jetzt, weil ich deutschsprachig unterwegs bin, die deutschsprachige Gesellschaft ist keine homogene Gesellschaft. Das sind Menschen, da gibt es... Du kannst, egal wie du bist, es gibt immer was zu kritisieren und aus der Perspektive des anderen immer zu Recht. So wirst du, umso mehr Menschen du erreichst, dich immer mehr auch der Kritik konfrontiert sehen. Und das ist irgendwann auch wirklich einfach nur eine Zeitfrage, ob du dieser Kritik nachgehst. Zumal es ja meistens dann so ist, dass dein persönliches Gefühl, weil ja oft mal ja, die Kritik sich auch häuft oder ähnlich ist, dass du dann einfach sagst nein. Und das dann eben auch zu Recht. Daher ist es wichtig, dass man in erster Linie wirklich schaut, möchte man Kritik. Und ehrlich zu sich sein, dass man vielleicht wirklich diese Kritik jetzt nicht annimmt. Und nicht diesem super Menschen entspricht, dem Erleuchten, der Kritik annehmen kann oder was auch immer. Das Idealbild, was jeder vor sich hat, dass man dem entspricht. Sondern dass man eben Mut hat zu sagen, nein, ich habe jetzt kein Bedürfnis, diese Kritik zu hören. Dann bist du nicht kritikfähig. Ja, in diesem Moment bin ich tatsächlich nicht kritikfähig. Danke, dass wir gesprochen haben. Und da sind wir schon bei dem nächsten, bei dem dritten Punkt. Der erste Punkt, wie gesagt, dieses ehrlich zu sich sein. Das zweite ist hören und verstehen. Tatsächlich zuhören, wenn jemand dich kritisiert. Und nicht zuhören, um zu antworten, sondern einfach nur zuhören. Und der dritte Punkt ist eben dann Dankbarkeit, dass man sich bedankt und nicht nur, dass man irgendwas abschreibt und sagt, okay, danke, sondern dass man tatsächlich eine Dankbarkeit spürt, dass jemand sich Zeit genommen hat für das, was ich ausstrahle, wie meine Kleidung ist, wie meine Meinung ist und dann eine gewisse Form von Dankbarkeit. Jeder von uns oder sehr viele von uns haben das Problem, dass sie zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Gut, das würde jetzt nicht auf mich zutreffen, bei YouTube jetzt vor allem, aber auch nicht im realen Leben. Ich bin ein Mensch, der relativ schnell im Mittelpunkt ist und dem Aufmerksamkeit geschenkt wird. Aber es gibt genug Menschen, denen wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und diese Menschen sollten besonders dankbar dafür sein, dass man ihnen Aufmerksamkeit schenkt, ihrer Kleidung, ihrer Meinung, was auch immer. Das heißt, der dritte Punkt ist halt die Dankbarkeit. Und der vierte Punkt, wie man mit Kritik umgehen sollte, ist diese Kritik, nachdem man sie dankbar hören und verstanden hat, in einem Mindset des, ja, ich will mich jetzt auseinandersetzen, dass man dies auch wirken lässt. Dass man keine übereiligen Schlüsse zieht und sich verändert oder etwas sagt, wo man das vielleicht dann bereut, sondern erstmal wirken lässt. Nicht unbedingt sofort reagiert, eine Nacht drüber schläft oder generell so lange wie man braucht und das dann für sich verarbeitet und dann entscheidet, ob man das kommuniziert oder nicht kommuniziert. Aber auf jeden Fall dieses Wirken lassen, das ist auch wieder sehr wichtig. Und auch da wird euch wieder die Sache begegnen, dass Menschen sagen, hey, du bist nicht kritikfähig, auch wenn du zugehört hast, auch wenn du dich bedankt hast, auch wenn du verstanden hast und wenn du bereit bist für die Kritik, aber einfach nicht reagierst, sondern es auf dich wirken lässt und vielleicht auch nie reagierst, diese Menschen sagen, du bist nicht kritikfähig. Damit muss man leben. Und das bei allen Dingen so, die euer Leben verschönern, die euer Leben entspannter machen.
indem ihr euch aus diesen gesellschaftlichen Konventionen herausholt, indem ihr keine Zwangshandlung ausführt, wie es kommt Kritik, ich muss reagieren. Oder es kommt Kritik und ich nehme sie nie an. Das ist genauso eine Zwangshandlung. Fragt euch in dem Moment, wie ihr euch fühlt. Das ist die Grundlage. Seid ehrlich zu euch. Wenn ihr so mit Kritik umgeht, das Leben ist wunderschön. Die Kritiker, die kommen. Man kann sie annehmen, man kann die Kritik wirken lassen, man kann die Kritik durch sich durchziehen lassen, man kann tun, was man will. Man hat immer das Gefühl, man tut für sich das Richtige. Denn es gibt kein Ideal zu erreichen. Denn jedes Ideal ist das Ideal eines Einzelnen. Yeah.